Hallo und herzlich willkommen hier auf Blueframe Video Teil 48. Heute kommt das Video, wo alle drauf gewartet haben. Das wisst ihr ganz genau. Heute stehen wir nämlich hier vor dem Edeka-Laden von der Familie Preller. Die Daniela habe ich mir mal wieder geschnappt, die mir für ein Interview zur Verfügung steht. Und vielleicht haben es einige schon gesehen. Hier stand ein Fahrzeug, wo Sanierung für Wasserschäden drauf stand. Und Daniela, was geht hier weiter? Was ist mit dem Gebäude los? Viele haben spekuliert, das muss sowieso abgerissen werden. Wie geht es damit weiter? Nein, Gott sei Dank, das Gebäude kann stehen bleiben. Schon mal eine erste Nachricht, ja? Nummer eins. Das zweite, jetzt kommen erstmal die Fußböden raus, damit überhaupt der Trocknungsvorgang anfangen kann. Dann werden die Wände runtergeholt. Und irgendwann ganz zum Schluss fangen wir dann auch mal außen an, was zu tun. Ja. Da sind noch viele Fragezeichen, also alles wissen wir auch noch nicht so ganz genau. Aber wir schätzen mal, dass es so bei Mitte März, Ende März bei rausläuft. Bis das Gebäude saniert ist? Ja. Oder bis auch schon Eröffnung? Ist. Nein, bis es saniert ist. Bis es saniert ist, also genau. Also bis wir dann am Zug kommen und dürfen unsere Regale wieder reinstellen. Ja, bis die Apfelsinen da drin liegen und die Bananen. Da reden wir gleich nochmal drüber. Was das von der Terminschiene ist und was alles gemacht werden muss, können wir uns gleich im Detail nochmal angucken. Es ist noch gar nicht alles klar. Ich habe gehört, dass es zwei Schichten Estrich gibt. Ja. Genau. Und die erste Schicht ist im hinteren Bereich raus. Die ist schon raus, genau. Da gehen wir auch gleich hin und gucken uns das an. Ihr kommt da mit, wie immer, ist doch klar. Dann habe ich am Gebäude mal geklopft und das klingt irgendwie hohl. Da ist eine Dämmung drauf und die kann auch voll Wasser sein. Ist ja, genau, da sind noch die Fragezeichen. Genau, das habe ich mir gedacht. Was mit dem Dach? Das Dach ist soweit fertig, da muss jetzt noch ein neues Fürstband drauf und dann ist das Dach soweit wieder gut. Das Dach ist in Ordnung. Ich bin da mal drüber geflogen mit dem Multikopter, weil wir ja einen Wassereinbruch hatten in einem Bereich. Aber an dem Dach fand man nichts zu sehen. Nein. Das kam wohl von den Bäumen, von den Tannenzapfen, die haben da ein Loch reingehauen. Ah, okay. Naja, die sind aber schon ausgetauscht. Die sind ausgetauscht. Ja, damit ist da schon alles wieder in Ordnung. Ich weiß nicht, der Parkplatz, das wird alles so bestehen bleiben hier. Hier vorne kommt ein neuer Zaun hin. Ich wollte gerade sagen, neuer Zaun. Ich glaube, da hinten müssen zwei Bäume weichen, weil die doch sehr schräg stehen. Ja, da gehen wir gleich nochmal gucken. Das habe ich schon ein paar Mal gezeigt. Die wurden immer schräger im Laufe der Zeit. Ja. Ne? Der Boden da hinten in Richtung Volme ist abgesackt und die Bäume, die kamen dann in der Entgegensetzung. Die Laternen stehen auch ein bisschen schief, also da muss auch was getan werden. Oh, ja, das sieht man tatsächlich. Ist uns dann aber auch erst im Nachhinein aufgefallen. Ja. Ja, okay, das ist nicht das Drama. Nee. Und ich höre gerade, die Presslufthammer sind hier zugange. Sind schon fleißig seit heute Morgen um 8. Was ist das für eine Firma? Willst du die mal vorstellen? Das ist Policonvato, die kommen ursprünglich aus Olpe. Die kommen aus Olpe, ja. Genau. Und ich habe ein Auto gesehen heute und das ist weg. Und die Jungs sind hier. Der holt Essen. Muss auch mal sein. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach mal rein. Kommt mit. Doch nochmal eine kleine Zwischenbemerkung von mir. Ihr kennt das von mir an sich nicht, aber die Familie Preller hier, die wurde auf Facebook relativ blöd angegriffen. Ich finde das nicht in Ordnung und die bremsen hier auch nicht. Sie wurden von allen Seiten hier blockiert und sind sehr froh, heute am 22.11.21 wieder anzufangen mit der Sanierung des Geschäftes und nächstes Jahr wieder dafür da sind, bei euch zu sein. Das wollte ich nur mal eben dazwischen schmeißen, also geht nett miteinander um. Danke. Genau, siehst du, da kommen uns schon die ersten wieder entgegen. Ja, genau, hier kommt das Material schon an. Ja. Könnt ruhig in die Kamera winken. Also die Jungs geben Vollgas hier, wirklich, geben sich Mühe. Mit dem Bagger kann man natürlich nicht hier reinfahren. Das ist dann doch noch das, was da war? Doch noch? Ach du liebe Zeit. Kannst du einmal hier rüber filmen, bitte? Wo war das denn noch? Keine Ahnung, wo sie da rausgegraben haben. Ja, da kann man mal sehen, was hier rumstand. So. Ja, mein Kamerakind ist dabei. Danke dafür nochmal. Und dann gehen wir mal durch. Genau. Wir gehen besser so rum. Ja. Weil da kommen die mit ihren Wagen durch. Okay. Die Fliesen kommen als erstes raus, denke ich, ne? Ja, aber nur ein Teil. Nur ein Teil vom Fußboden kommt raus. Jetzt bin ich überrascht. Ja, erklär mal auch, bitte. Wir auch. Erklär angeblich ist der hier vorne ist feste und hinten ist er bröselig. Wie das? Ich habe keine Ahnung. Wir können es nur so glauben.
Okay, das heißt, eventuell bleibt dieser Boden, diese Fliesen bleiben drin? Ja, die Fliesen nicht, aber das, was da drunter ist. Ach so, okay. Also mit den Fliesen, da wollte der jetzt gerade vom Polycombato nochmal mit der Versicherung quatschen, ja. Weil diese Ausblühung, ja, ja. Das kriegen die nicht weg. Ach, du meinst, die kommen immer wieder? Ja. Ja. Das kriegen die nicht weg. Denke ich mir. Seid ihr mit dem Besen hier durchgegangen? Ich sehe die Ausblühung gar nicht mehr. Nee, da hinten sind sie noch überall. Ach doch, ja, alles klar. Ja, ja. Habt ihr ja schon mal gesehen. Ja, ich denke mal hier durchs Durchlaufen. Ach so, ja, das kann sein. Ja. Das war ja Betonsalz, das haben wir mal geklärt. Und er hat mir da irgendwas erzählt, die ist irgendwie in nass gelegt worden. Also nicht wie die übliche Fliese mit einer Zahnung. Ja. Ja, okay. Und deswegen kriegen sie die so einfach nicht raus. Nicht so, wie die sich das vorstellen. Mhm. Ah, okay. Komm ruhig ein bisschen näher. Also die Decke. Die kommt raus. Die ist komplett Schrott. Die kommt raus. Ja, die wird also komplett ersetzt. Wie du da siehst, die ganzen Lampen, die fliegen schon runter. Die sind von alleine runtergekommen. Ja, die sind von alleine. Kannst du einmal die Kamera draufhalten, bitte? Also die Decke, die hat sich hier so langsam aufgelöst, weil die Feuchtigkeit hier drin war. Und das ist dann irgendwann mal also weich im geworden. Im Prinzip überall, wo was dran hing. Ja. Das ist schon. Was ist denn da drüber? Ist das ein Holzboden? Ja, da ist ein Holzboden. Oder ein Holzständerwerk nennt man das, glaube ich. Das muss man gucken, ob das in Ordnung ist. Oder habt ihr schon, ist alles gut? Da war noch keiner oben. Ne. Außer die Dachdecker, die das Dach gemacht haben. Aber die haben nichts gesagt. Ja, da hätten die aber was gesagt. Ja. Bin mal sehr gespannt, wie das hier wird. Ich auch. Ob das so aussieht wie vorher? Hier oben, nein. Oh nein, da oben im Kopf ist schon fertig. Ich habe da noch mal ein Gerücht, was ich gerne klären möchte mit dir. Komm noch mal näher ein bisschen. Es wurde gesagt, dass die Firma Edeka die Verkaufsfläche vorgibt mit 800 Quadratmetern. Und ihr kommt hier nicht auf 800 Quadratmeter und dürft deswegen nicht mehr aufmachen. Nein. Sowas gibt es gar nicht. Nein. Da räume ich jetzt also ein Gerücht mit aus, was gar nicht stimmt. Nein. Ja. Dann wären wir ja gar kein Edeka gewesen. Ich glaube, das ist mal irgendwann geändert worden. Nee. Ist ein Gerücht, alles zurück, alles gut. Damit wird dieses Geschäft wieder aufgemacht. Das ist ja der wichtige Hinweis. Definitiv. Die Bevölkerung von Dahl, die jammert schon, ihr wisst, wen ich meine, alle. Und deswegen ist das ein schönes Aber nicht Video. Nur die, wir auch, wir möchten arbeiten. Ja, das haben wir am Anfang schon geklärt, ne? Das war echt eine Sache. Ja, das sind jetzt die... Jetzt haben sie das Licht ausgemacht. Ne, Wärmelicht. Ist das Betriebsgebäude? Das hier ist Lager. Hier standen drei Kühlhäuser. Ja, genau. Da hinten war das Obst- und Gemüsekühlhaus. Da ist ja jetzt der Fußboden schon raus. Ja. Ich habe das so ohne irgendwas hier auch noch nicht gesehen. Ja, wir können mal rübergehen. Genau, die Heizung. Genau. Die war da drin oder bleibt die? Nee, da war Kühlung drin. Heizung ist da drin. Na, die vertan. Heizung bleibt auch nicht. Die ist auch kaputt. Ja, die ist kaputt. Ja. Okay. Wir filmen einmal so drüber. Ja, kannst du einmal bitte ganz nach vorne gehen, bis an die Front und einmal in den Boden rein filmen, wie das hier aussieht. Ach du. Ja, okay. Dann gehen wir wieder zurück. Siehst du, da siehst du die erste. Das ist der erste Schicht Estrich und da kommt dann die zweite. Wo da drauf steht? Genau. Ach, tatsächlich kann man zwei Schichten erkennen, ja. Warum das so gemacht worden ist, keine Ahnung. Naja, das weiß ich auch, da kenne ich mich nicht mit aus. Nee. Okay. Also wir haben jetzt vermutet, weil die Kühlhäuser so tief, die Wände so tief da drin waren, dass sie das deshalb gemacht haben. Okay, kann sein. Ja, dann gehen wir mal auf die andere Seite, hinten rüber. Der Start ist gemacht. Der Start ist gemacht, jawohl. Über den Zeitplan reden wir gleich nochmal. Was ihr euch vorgestellt habt. Mhm. Ich meine, dass man sich solche Termine nicht einhält, ist jedem klar. Da können immer Verzögerungen auftreten. Was aber, naja, es ist halt so, wie es ist. Ne? So wie du die Materialien kriegst, wa? So sieht es nämlich aus, weil wir da im Moment einen Engpass haben. Ja. Alle schieben das auf die bösen Chinesen. Ob das so ist, weiß ich nicht. Naja. Ja, hier ist auch leer jetzt. Ja. Achso, hier standen wahrscheinlich auch noch Sachen drin. Ja, genau. Ja. Ja, so sieht das im Moment hier aus. Mhm.
Ist das noch der Wasserstand hier? Nee, das war was dran geschraubt. Da war die Spüle. Der war ja nicht so hoch. Der Wasserstand, den kannst du da draußen sehen. Wir zeigen außen den Wasserstand nochmal. Dann können wir uns das nochmal angucken. Obwohl da an den Wänden siehst du es auch ganz gut. Ja genau, hinten an den Wänden, da kann man sehen, das untere ist ein bisschen gelber. Ja. Wie viel Wasser hier tatsächlich drin war, dramatisch, ja. Ja, so sieht das tatsächlich jetzt von innen aus. Hier ist eine ganze Menge Wasser durchgelaufen. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Liter das waren. Die haben eine ganz schöne Zerstörung angerichtet. Das ist extrem traurig, wenn man hier durchgeht und sonst immer hier einkauft. 30 cm stand das Wasser ja drin und hat also eine Zerstörung angerichtet. Nicht schön, nein. Ja, danke für die Führung. Die erste Führung hier von der Sanierung von dem Edeka-Geschäft hier in Dahl. Und ich werde also am Ball bleiben. Ich habe mir überlegt, vielleicht alle 4 Wochen mal hier hinzukommen und ein Update-Video zu machen. Könnte ich mir so vorstellen, weil es interessant ist, wie das hier gemacht wird und was vor allen Dingen gemacht ist. Eine Terminschiene, eine ungefähre Terminschiene, wann man hier wieder einkaufen kann. Ich tippe mal Ende April. Ende April 2022 ja. Oder 23. Nein, 22, so schnell wie möglich. Ja, wie ich euch kenne, stellt ihr euch dann wieder richtig schön auf. Ja, neu und ganz anders. Neu und anders und ja, schöner ja. Und besser. Ja, kundenfreundlich jeden Fall. Und jeden so, Fall. Wie man das gewohnt ist hier vom ja. Edeka das in Dahl. Das Einzige, was bleibt, das sind unsere Mitarbeiter. Ja, die passen aber, ist ja. Doch alles gut. Da ja. Freuen wir uns auch wieder drauf, genau. Claudia zu sehen. Ja. Und die bleiben alle. Alle, die dazugehören. Genau. Ja, vielen Dank nochmal hier für den Teil 48 auf Blueframe Video. Ihr müsst also das Video, den Kanal abonnieren, einen Daumen nach oben machen, damit ich motiviert bin, weiterzumachen. Und es kommen dann, wie gesagt, alle 4 Wochen ein Update-Termin auf jeden Fall. Oder es gibt was ganz Spektakuläres hier zu sehen. Dann bin ich auch wieder vor Ort. Ja. Dankeschön. Bitte schön. Und viel Erfolg bei deinem Tschüss. Projekt oder eurem Projekt. Entschuldigung.